Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal. Ich hoffe, dir geht's gut, dass du gut ins neue Jahr gestartet bist. Hier findest du alles rund um das Thema Schönheit, Pflege, Kosmetik, Beauty, Ästhetik, all das, was mich glücklich macht. Aber heute habe ich mir was anderes überlegt. Und zwar, ich möchte dich inspirieren, ein Vision Board zu erstellen. Mein Vision Board habe ich vor 1,5 Jahren gebastelt. Und zwar ging es meiner Freundin damals recht schlecht. Und sie hat sich da einen Coach genommen und er hat ihr dazu geraten, ein Vision Board zu erstellen. Weil ich wusste, dass es ihr schlecht geht, habe ich die Sachen besorgt. Ich habe die Pappe besorgt. Ich habe Zeitschriften besorgt. Und bin dann zu ihr und habe gesagt, komm, wir machen jetzt dieses Vision Board, weil sie einfach keinen Bock darauf hatte. Und ich wusste, was ein Vision Board ist. Ich wusste auch, dass es vielleicht gut ist, aber bin nie ins Handeln gekommen. Ich wurde dazu gezwungen, praktisch ein Vision Board zu erstellen. Im November, ich hatte Urlaub, saß ich da und blickte auf mein Vision Board, was ich gegenüber mein Bett aufgehangen habe. Und ich habe gesehen, all das, was auf mein Vision Board drauf ist, all das, was ich drauf geklebt habe, ist wahr. Außer zwei Sachen, wobei ich die Gelegenheit hatte, diese Sachen auch zu machen, aber habe mich dagegen entschieden. Und dann sieht man auch, dass die Gesellschaft oder die Familie, Freunde, Bekannten dir etwas drüber stülpen, was gar nicht zu dir passt und du es eigentlich nicht willst, aber du denkst, du möchtest das, weil es dir als Kind eingeredet worden ist. Man kann ja auch im Laufe des Lebens merken, okay, mein Wunsch, der sich gerade erfüllt hat, ist doch nichts für mich. Und das war bei diesen zwei Sachen der Fall, aber alles andere ist wahr. Und ich fing an zu weinen. Das war das erste Mal, dass ich vor Freude geweint habe. Und bin auf die Idee gekommen, so ein Video zu drehen über ein Vision Board. Es gibt unzählige Videos davon. Ich weiß, also wenn du googelst, dann findest du unzählige Videos. Trotzdem habe ich mir gedacht, ich teile ein bisschen von meiner Erfahrung. Und ein Vision Board herzustellen ist super einfach in zwei ganz einfachen Schritten. Das erste ist, du musst dich hinsetzen und du musst dir Gedanken zu machen, was für Ziele habe ich? Was sind meine Wünsche? Was ist meine Vision? Was möchte ich im Leben anziehen? Und genau das schreibst du dir auf. Ich teile mir das auf in Kategorien. Das hatte ich von anderen gehört, dass es sinnvoll ist und habe es genauso gemacht. Und ich muss sagen, es stimmt, es funktioniert einfacher. Klar, in den ersten Moment weißt du deine Wünsche direkt. Du weißt, okay, ich möchte vielleicht eine andere Sprache lernen, ich möchte vielleicht den Job wechseln. Das alles kannst du ja direkt draufschreiben. Aber ich zähle dir jetzt ein paar Kategorien auf, die dir vielleicht nutzen werden, wo du denkst, ah, okay, ja, das hätte ich mir doch gewünscht und es war mir gar nicht so klar. Und zwar die erste Kategorie geht um deinen Körper. Also Fitness, Gesundheit, Selbstwert, Selbstliebe, all das kommt da rein. Zum Beispiel, ob du dich besser ernähren willst, ob du zu oder abnehmen willst, ob du mehr für dich tun willst, zum Beispiel eine Me-Time von 30 Minuten am Tag, würde ich dir empfehlen. Ob du dich mehr mit deinem Körper auseinandersetzen willst, wie zum Beispiel mehr pflegen. All das kommt da rein. Bei mir war das immer der Fall, wenn ich krank gewesen bin, dann bin ich trotzdem zur Arbeit gegangen. Also habe ich meinem Körper nichts Gutes damit gemacht. Ich hatte immer das Gefühl, wenn ich nicht zur Arbeit gehe, bin ich faul. Dass ich krank war, in dem Moment, war für mich nicht relevant. Also habe ich mich zur Arbeit geschleppt. Seitdem ich mein Vision Board habe und ich aufstehe und ich ganz groß dieses Wort Selbstfürsorge, das steht ganz groß bei mir drauf, und ich eben krank bin, dann melde ich mich auch krank. Das fällt mir noch immer super schwierig, aber seitdem geht es mir auch besser. Ich werde auch schneller gesund. Früher war das so, ich habe mich wochenlang zur Arbeit geschleppt, mir ging es schlecht und am Ende dankt es dir sowieso niemand. Also man sieht, den Fokus zu behalten ist super wichtig. Die nächste Kategorie ist natürlich ebenso wichtig. Zwischenmenschliche Beziehungen, und zwar alle. Ob es romantischer Natur, freundschaftlich oder familiär ist. Also zum Beispiel, du möchtest einen neuen Partner haben oder möchtest eine Beziehung vertiefen. Du möchtest neue Freundschaften schließen. Du möchtest dich mehr um deine Familie kümmern. All das kommt in dieser Kategorie rein. Ich wünsche mir so sehr, dass ich andere Menschen wirklich damit inspiriere. Denn es ist wirklich ein einfaches Mittel, um seine Wünsche zu bekommen. Und es funktioniert so gut. Also ich hoffe für dich, dass du das in Angriff nimmst. Jetzt labere ich hier wieder rum. Eigentlich will ich dir natürlich die nächste Kategorie sagen. Und zwar Beruf und Erfolg ist für mich auch super wichtig. Das ist ein Riesenthema in meinem Leben. Es geht darum, möchtest du vielleicht einen neuen Job haben? Möchtest du dich selbstständig machen? Möchtest du eine Gehaltserhöhung bekommen? All das gehört in dieser Kategorie, aber auch zum Beispiel einen Marathon zu rennen. Manchmal
überschneiden sich Kategorien. Man muss ja darauf hin trainieren, also Körper, Fitness, Gesundheit, aber gleichzeitig hat es auch was mit Erfolg zu tun. Deswegen gehört es für mich all das, was mich persönlich das Gefühl gibt, erfolgreich zu sein, das, was eben dieser Begriff ausmacht, genau da rein. Die nächste Kategorie hat eben mit Abenteuer oder auch Wünsche zu tun. Vielleicht möchtest du eine Weltreise machen, vielleicht möchtest du eine Luftballonfahrt machen. Würde ich nie tun, aber vielleicht hast du Lust dazu. Ich habe mir einmal eine Liste gemacht mit Sachen, die ich vor meinem Tod machen möchte und ich habe die auch fast abgearbeitet. Vielleicht möchtest du diese Liste nochmal auf dein Vision Board übertragen. Das habe ich zum Teil gemacht. Und die letzte Kategorie ist für mich Spiritualität. Das ist nicht für jeden, aber vielleicht hast du Lust, dich damit zu befassen. Vielleicht möchtest du mehr meditieren. Vielleicht möchtest du überhaupt anfangen zu meditieren. Wenn du deine Liste hast, kommt der zweite Schritt und zwar Bilder rauszusuchen. Bilder, die Emotionen erwecken in dir, wo du das Bild siehst und denkst dir, ja, genau das ist es. Ich fühle es. Zum Beispiel nehmen wir an, du möchtest ein Auto haben. Du nimmst nicht irgendein Auto und schneidest es raus, sondern nimmst dein Auto, das Auto, von dem du geträumt hast, was du fühlst, am besten sollst du es noch riechen. Das Gefühl, ich setze mich gleich in diesen Wagen rein. Dieses Bild, wenn du es gefunden hast, musst du es nehmen, ausschneiden und es draufkleben. Denn das ist genau das Bild, was dein Unterbewusstsein den Anstoß gibt, darauf hinzuarbeiten. Es gibt dann die Möglichkeit, entweder es aufzuhängen, manche haben es auch digital. Manche verwenden auch die Vision Boards ganz anders und zwar suchen sich bestimmte Bilder raus und nehmen verschiedene Bilderrahmen. Das habe ich auch gesehen und es sah auch gut aus. Ich brauche es konkreter, weil ich dieses Jahr unbedingt auch wieder ein Vision Board für mich erstellen will. Für dieses Jahr habe ich mir ein Set gekauft, denn ich wusste, ich möchte eins haben, was ich mir wieder aufhängen kann. Also für mich ist digital nichts und auch was Verstecktes. Also manche machen das zum Beispiel in Notizbücher rein. Das ist nichts für mich. Ich muss es anscheinend wirklich jeden Tag sehen. Also Sachen aufgeschrieben habe ich mir schon immer in Notizbücher. Trotzdem bin ich nicht ins Tun gekommen. Deswegen brauche ich was, was ich visualisieren kann. Und dafür habe ich mir dieses Set gekauft von Lebenskompass. Es ist ein ganz nettes Set, wobei es ist teuer. Also ich habe damals 28 Euro bezahlt. Black Friday war es, also deswegen war es günstig, aber es kostet jetzt 44 und es ist definitiv zu teuer, wenn man schon mal ein Vision Board erstellt hat. Das erste, was hier drin ist, ist das Vision Board an sich selbst. Hier ist schon der erste Kritikpunkt. Es ist geknickt, das heißt, wenn ich es aufhänge, habe ich da dumme Knicks drin. Ich überlege, ob ich das bügeln soll. Ich weiß es nicht. Ich gucke mir das an, wenn ich soweit bin. Das nächste, was hier drin ist, ist ein Workbook. In diesem Workbook ist es so, dass du konkreter an die Formulierung deiner Ziele arbeitest, was ich echt gut finde. Denn umso konkreter du bist, umso besser am Ende für dich. Dann ist eine Anleitung, die eigentlich unnötig ist, wenn man das Workbook hat. Und zwar ist es auf 24 Tagen geteilt und also eben wie ein Adventskalender aufgebaut. Am Ende sind es diese Aufgaben. Wobei ich kann mir gut vorstellen, in Zukunft das zu nutzen, um so einen Überblick und sich da ein bisschen zu orientieren, wenn ich dann mein Vision Board erstelle. Denn es sind einige Sachen hier drin, die ich nicht bedacht habe bei meinem letzten Vision Board, die eigentlich ganz gut sind und ich eventuell, wenn ich mir ein neues erstelle, definitiv mich hier orientieren kann. Dann sind auch Karten drin mit Bildern und ich muss sagen, diese Bilder sind unisex. Ich fühle mich angesprochen als Frau, aber ich glaube, auch jeder Mann fühlt sich angesprochen. Auf diesem Bild sieht man zum Beispiel Männer und auf der anderen Seite sieht man Frauen. Also auch ein Mann würde sich in den Bildern wiederfinden. Deswegen finde ich das gar nicht so schlecht, wenn ich jemanden habe, den ich beschenken möchte. Auch wenn du sagst, ich habe keine Zeit, mir Bilder rauszusuchen. Ich habe keine Zeit, irgendwie was zusammenzuschneiden. Ich will auch nicht irgendwie in ein Bastelgeschäft und mir Pappe holen. Dann bestelle ich lieber das Set und habe es da. Ja, ich wollte euch das nicht vorenthalten, dass es so etwas gibt. Ich habe auch andere Sets mir angeschaut,
die wesentlich teurer waren. Also ein Set habe ich gesehen, es war fast 100 Euro, wo ich gedacht habe, was ist das? Ist das aus Gold, dieses Vision Board? Und ich glaube nicht mal, dass es eine bessere Qualität hat als mein Set. Ich habe mir auch die Bilder angeschaut, die waren auch nicht anders, besonderer. Ich denke, man sollte gucken, dass die Bilder einfach einen entsprechen. Und ich glaube auch, dass diese Bilder, was hier drin sind, mir persönlich nicht ausreichen würden. Denn Beispiel wieder mit dem Auto. Hier findest du nicht das Auto, was mich ausmacht. Natürlich habe ich Emotionen, wenn ich ein paar Bilder davon sehe, aber eben nicht bei allen. Das Gute bei einem Vision Board, du kannst ja zusätzlich noch Sachen nehmen. Du kannst Postkarten, Sticker nehmen, die einfach Gefühle in dich wecken. Und ich habe auch manchmal Sticker da drin, die einfach dafür da sind, um mein Vision Board einfach schöner zu machen. Also man guckt sich auch gerne Sachen an, die eine Freude machen, die schön sind. Und so solltest du natürlich auch dein Vision Board gestalten. Ich bin nicht traurig über mein Set. Ich werde es auf jeden Fall nutzen. Aber ich würde mir jetzt nicht nochmal ein Set kaufen. Würde es aber trotzdem weiter verschenken. Also so schlimm fand ich jetzt den Kauf nicht. Ich will es auch nicht schlecht reden, sondern will sagen, bevor du dir so ein Set kaufst, kannst du dir mal Gedanken machen und das alleine machst. So, ich hoffe, ich konnte dich mit diesem Video ein wenig inspirieren. Ich hoffe vor allem, dass du, während du dein Vision Board erstellst, dir mal Gedanken machst, was dich ausmacht, was deine Ziele sind und vor allem, was du selbst erreichen willst und was dir nicht übergestülpt worden ist. Und Grenzen, die in Köpfen anderer sind, haben nichts mit dir zu tun. Und versuch es einfach. Und ich würde mich super freuen. Ich würde mich so freuen, wenn du mir in ein Jahr schreiben würdest und sagen würdest, Fee, du hattest recht, ich habe es ausprobiert und es war wirklich genial, es hat mir weitergeholfen. Nicht traurig sein, wenn nicht alles erfüllt worden ist, denn manchmal sind wir noch nicht so weit. Das heißt, du kannst dieses Thema nochmal in einen anderen Vision Board mitnehmen. Kann ja sein. Ich hoffe auf jeden Fall, ich wünsche dir wirklich vom Herzen, dass du deine Ziele erreichst, deine Wünsche, deine Träume und dass du, wie gesagt, nächstes Jahr mir schreibst, dass du die alle erfüllt hast. So, in diesem Sinne hoffe ich natürlich, dass dir mein Video gefallen hat. Falls ja, würde ich mich über dein Abo und ein Like freuen. Wenn du mehr von mir wissen willst, dann schau auf Instagram vorbei. Da poste ich regelmäßig. Ist zwar gelogen. Ich versuche regelmäßig zu posten. Das ist die Wahrheit. Genau, so. Und ich hoffe, das nächste Mal sehen wir uns hier wieder.